Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Trek Online. Wir machen heute da weiter, wo Carissa in der letzten Folge aufgehört hat. Da sich das hier allerdings um eine klingonische Angelegenheit handelt, filme ich das nicht, wie es jetzt eigentlich normalerweise im Turnus wäre, mit Amakuni, sondern mit meiner Orionerin Serana. Die ist schließlich Insiderin hier im klingonischen Reich. Und jetzt mal ganz kurz, bevor wir anfangen. Sie hat im Prinzip dasselbe Schiff, nur auf klingonischer Seite, wie Calrissia in den letzten Folgen geflogen ist. Ich bin darauf eingegangen, das hat einen speziellen Antrieb und damit könnt ihr fast dauerhaft im Slipstream bleiben mit nur kurzer Abklingzeit. Und auch hier ist diese Konsole dabei. Ich fasse mich hier kurz, weil ich es euch schon vorgestellt habe mit Calrissia in der ersten Folge von der letzten Quest. Und da gehört das hier dazu. Dann dieser Antrieb hier ist momentan, soweit ich weiß, der beste für diesen Zweck. Bei Interesse Werte studieren. Und ja, gut, also der operative Wunderkreuzer, das ist dann dieses Schiff hier. Die klingonische Entsprechung von dem, was ihr letztes Mal bei Calrissia gesehen habt. Das ist, wo ist er denn? Das hier ist die Scott-Klasse, also Moment hier. Das Schiff hat Calrissia in der letzten Folge geflogen. Ich lasse es nochmal kurz am Bildschirm, bevor wir die Quest starten. Ihr könnt mit der Pause-Taste die Werte studieren. Das hat denselben Antrieb wie das Schiff, das jetzt Serana fliegt und ist im Prinzip dasselbe Schiff, nur halt mit klingonischem Design. Und ihr Schiff ist dann, wo ist es denn? Wir haben zwar die Sortierung verbessert, aber es ist immer noch schwierig, da was zu finden. Verfügbar muss es sein. Hier, da, Murek-Klasse. Das ist also, ihr könnt die Werte ja vergleichen mit dem Schiff der Scott-Klasse. Das hier ist es. Und ist im Wesentlichen identisch, nur schaut halt anders aus. Und kann auch von klingonischen Offizieren geflogen werden. Bitteschön. So, und jetzt starten wir die Quest. Ausführliche Erklärung, wie gesagt, in der ersten Folge der letzten Episode. Das war dann, es gibt kein Zentrum mehr. Der Kittomer-Konflikt ist heute dran. It appears the hunt for Ja'ula may come to an end soon. Our latest intel indicates she's operating out of four key sectors, including Kitama. I've dispatched operatives to three of those sectors, but I want you to check out Kitama personally. I'm sending General Martok with you. If she's there, I want the Alliance's best to take her down and bring an end to this civil war. Do your best to take her alive. But if she forces your hand, give her that traitor's death. She deserves. Es sieht so aus, als wäre die Jagd nach Ja'ula bald vorbei. Unsere neuesten Spionagenberichte deuten darauf hin, dass vier Sektoren ihre wichtigsten Einsatzgebiete sind, inklusive Kittomer. Ich habe Leute in drei dieser Sektoren geschickt, aber ich möchte, dass Sie sich persönlich um Kittomer kümmern. General Martok wird mit Ihnen kommen. Wenn Ja'ula dort ist, müssen sich die besten Kräfte der Allianz darum kümmern, dass ihr Einhalt geboten wird und dieser Bürgerkrieg ein Ende findet. Versuchen Sie, sie lebend zu fangen, aber sollte sie Ihnen keine andere Wahl lassen, dann geben Sie den Tod, den sie als Verräterin verdient. Wir haben also Erfahrungen, dann täglicher Ereignisfortschritt, die Lithiumerz und dann das hier werde ich wohl mal ausprobieren. Das ist ein spezielles Bartlett. Sieht interessant aus. Ist bestimmt optisch hübsch, aber ja, werden wir sehen. Und das hier. Also keine besondere Belohnung, die man unbedingt haben muss, nehme ich an. Serve the Empire well. Aber warum nicht? Nehmen wir es halt. Transwarp nach Beta Quadrant. Gut. Ja. Nachdem ich festgestellt habe, dass der Schwierigkeitsgrad dieser Episode recht hoch ist, habe ich diesmal mit Serana erst gefilmt, als die Waffen und die Schilde ihres Schiffs recht gut ausgestattet waren. Ich zeige es euch mal kurz, womit wir hier fliegen. Wir fliegen mit Herold Antiproton Dualstrahlenbänken, also mit Ikonianer-Waffen.
Außerdem haben wir hier das Set Radianzbewaffnung, alle drei Teile. Dazu gehören auch diese Torpedos. Dann haben wir hier das Set Omega angepasste Borg-Technologie, drei Teile. Wir haben auch hier das Gamma-Team-Synergien-Set. Und hier hinten haben wir auch nochmal zwei Ikonianer-Waffen. Außerdem diesen kinetischen Schneidstrahl aus dem angepassten Borg-Technologie-Set und der Radianz-Antiprotonenstrahlenbank aus dem Radianz-Bewaffnungsset. Wichtig hierbei ist, auch die Taktikkonsolen sind auf MK15. Für ja, maximalen Nutzen. Ich könnte das jetzt noch auf Gold aufwerten, aber wird reichen. Und das gehört an. Oder dazu hier dieser Assimilator, den werdet ihr noch sehen. Das ist dieser Befehl hier. Damit kann man feindliche Schiffe vorübergehend übernehmen und die kämpfen dann auf der eigenen Seite mit. Den werde ich mit Sicherheit fleißig benutzen in dieser Mission. Gut, ihr wisst also, womit wir ausgerüstet sind. Und dann starten wir mal. Ich gehe davon aus, dass das wieder drei oder vier Folgen werden. Der Kittomeer-Konflikt. So. Kittomeer ist ja in der Geschichte von You made it. Good. In times like this, every warrior needs someone they can trust at their side. And when fighting the Mokai, someone to watch their back as well. Vielleicht wird ja innerhalb der Mission erklärt, wie wichtig Kittomeer ist. Da gab es ja schon mal einen Konflikt zwischen der Föderation und den Klingonen und auf Kittomeer kam es dann irgendwie zu einem Vertrag oder so. Und das ist auch die Geschichte mit der Enterprise C, die dann in die falsche Zeitlinie geraten ist und von Captain Picard wieder zurückgeschickt worden ist. Aber gut, das gehört jetzt nicht hierher. Sie sind hier, gut. In Zeiten wie diesen braucht jeder Krieger jemanden an seiner Seite, dem er vertrauen kann. Und wenn man gegen die Mokai kämpft, braucht man auch jemanden, der einen den Rücken frei hält. Es ist ebenfalls schön, Sie zu sehen, General. Cogran's here in that fancy new Alliance ship of his, flying Overwatch. Perhaps he's picked up some intel that could help us track down the Matriarch. Cogran ist hier mit seinem neumodischen Allianzschiff und behält die Dinge von oben im Auge. Vielleicht hat er ein paar Informationen beschaffen können, wie wir die Matriarchin finden können. Lassen Sie es uns herausfinden, Steuermann. Setzen Sie Kurs auf die Position der Kittomeer. Give my regards to the ferryman. If the Mokai want to fight, then a fight they shall have. To battle! Dann mehr Schildenergie. Fahr mal nah ran, weil so ein Schiff haben wir ja auch. Calrissia verwendet das. Es kommt aus der kurzzeitigen Allianz der Klingonen und der Föderation und vereint in seinem Design sowohl Elemente, die typisch für klingonische Schiffe sind, als auch Elemente, die typisch sind für Föderationsschiffe. Also, so, das war's schon, oder? Welcome to Kittima. As you can see, the rebels are keeping us busy here. Skirmishers warping in to test our mettle. They have not found us lacking. As for Jo'ula, we picked up some chatter recently. Nothing verified, but... Also, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, hat das nicht eine typische klingonische Brücke. Das wird für Cogran wahrscheinlich sehr ungewohnt sein, so ein Schiff zu fliegen. Also da hinten seht ihr schon, es ist nicht typisch rotlichtig, sondern eher, wie es in der Föderationsschiffen üblich ist, ein bläulicher Beleuchtungsstil. Und ich nehme mal an, dass das für ihn als Klingon schon ein bisschen befremdlich ist. Also, willkommen auf Kittomeer. Wie Sie sehen, haben wir hier mit den Rebellen eine ganze Menge zu tun. Angreifer beamen herbei, um unsere Stärke zu testen. Bis hier konnten wir uns gut wehren. Was Jo'ula betrifft, haben wir in der letzten Zeit einiges gehört. Nichts, was bestätigt werden konnte, aber... Intelligence thinks she's in space, under cloak, planning her next attack. But the chatter suggests she may be planetside, working with people friendly to her cause. A bold move, if it's true. I suggest sending a team to the surface to investigate.
Hock noch Kerl! Ich habe jetzt versucht, mal das Schiff ein bisschen nach vorne zu drehen, ging aber nicht, ist zu weit weg. Die Geheimdienste vermuten, dass sie im Weltraum ist, getarnt und ihren nächsten Angriff planend. Aber aus anderen Gerüchten zufolge ist sie auf dem Planeten, wo es Leute gibt, die ihre Sache unterstützen. Falls das stimmt, wäre es ganz schön gewagt. Ich schlage vor, wir entsenden ein Außenteam auf die Oberfläche, um das zu untersuchen. Hock nuk qua. Jede Möglichkeit ist in Betracht zu ziehen, soll das wohl heißen? Ja, ein guter Rat. Mal schauen, ob's... Ja, wahrscheinlich muss ich gleich runterbeamen. Ich kann es jetzt nicht näher zeigen. Aber man konnte sich ein solches Schiff per Event erspielen. Ich habe das damals gezeigt in meinen Folgen. Ist noch gar nicht so lang her. We're picking up some erratic readings from the outer part of the sector. Could be more skirmishers trying to sneak in and sink their blades in our backs. We'll deal with it. You should keep looking for the matriarch. Wir empfangen einige seltsame Messwerte vom Außenbereich des Sektors. Es könnten mehr Truppen sein, die uns ein Messer in den Rücken stoßen wollen. Wir werden uns darum kümmern. Sie sollten weiter nach der Matriarchin suchen. Good hunting. And tread carefully. A nest of diplomats can be a dangerous place. Gute Jagd. Und passen Sie auf. Ein Nest voller Diplomat kann ein gefährlicher Ort sein. Oh ja, das ist wahr. Ja, viel Glück, Captain. When the Ferengi say the bigger the smile, the sharper the knife, I believe they had diplomats in mind. Wenn die Ferengi sagen, je breiter das Lächeln, desto schärfer das Messer, war ich immer der Auffassung, dass sie damit Diplomaten meinen. Dem stimme ich auch zu. Interessanter Punkt. I know some people down there. We might be able to get some intel out of them, provided they don't bore us to death with their witless banter. Ich kenne da unten ein paar Leute. Wir sollten in der Lage sein, von ihnen ein paar Informationen zu erhalten. Zumindest, wenn sie uns mit ihrem Gezanke nicht zu Tode langweilen. Ich fürchte, dass wir dieses Risiko eingehen müssen. Wir sehen uns auf dem Planeten, General. Ja, hoppala. Bling, weg ist er. Hallo, war das nicht irgendwie anders gedacht jetzt? Moment. Sich in den planetaren Orbit begeben. Gut, dann machen wir das. Ika ist rot Taran, was bist denn du eigentlich? Ein Bird of Prey? Würde ich schon sagen. Und zwar einer von den... Ja, aber da merkt ihr mal, wie groß das Schiff von Serana ist im Vergleich zu einem Bird of Prey. Also es ist halt ein richtiger Kreuzer, ne? Ja, ihr bisher einziger richtiger Kreuzer. Sonst hat sie immer nur so Zwischenlösungen, die also schon mehr aushalten als ein Escort-Schiff. Aber, also die sind halt ein Kompromiss zwischen Feuerkraft und Standhaftigkeit, was sie bisher hat. Das hier ist ihr erster Kreuzer, um es mal so zu sagen. This is Alliance Command. We've been expecting you. Your away team is cleared for transport to the diplomatic chambers, at your convenience. Anibiru 17, hier spricht das Allianzkommando. Wir haben sie bereits erwartet. Ihr Außenteam hat die Freigabe für die diplomatischen Kammern. Runterbeamen. So, dann stelle ich euch mal meine neue Romulanerin vor. Wo ist sie denn jetzt gerade? Faranil. Ja, ihre Schwester Faranil dient an Bord von Calrissas Schiff als Wissenschaftsoffizierin und ihre Halbschwester Faranil ist an Bord von Seranas Schiff. Dann stelle ich euch noch vor... Wen habe ich denn noch? Na warte, das ist das medizinisch-holographische Notfallprogramm der Klingonen. Und eine Navar gab es auch auf Captain Archers Enterprise. Die hat da mal mit einem Trupp Orionerinnen für Verwirrung gesorgt. Und nach ihr habe ich das, also da hatte ich sogar ein Foto von dieser Navar. Und die Navar habe ich praktisch nachgebaut, die bei Captain Archer für Wirbel gesorgt hat. Dann, wen kennt ihr ebenfalls noch nicht? Doch, den kennt ihr. Ich hab doch noch... Dann nehme ich meine Krennim-Technikerin nehme ich noch mit. Ja, und damit Amakuni auch mit an der Mission beteiligt ist, der wäre ja heute eigentlich dran, ja? Und nicht Serana, nehmen wir ihn als Brückenoffizier mit runter. jo.
Weil ich versuche ja, meine Chars gleichmäßig in einem gewissen Turnus zu zeigen. Und eigentlich. Let's check in. Tedious, but necessary. The front desk officer might have some insight on the Ja'ula situation as well. They see every face that comes in here. Officially, at least. Melden wir uns an. Es ist lästig, aber notwendig. Der Offizier am Empfang könnte ebenfalls Informationen über diese Situation mit Ja'ula haben. Beim Empfang sieht man jeden, der reinkommt. Zumindest offiziell. Auf geht's. This building used to be a monument to Klingon glory. Much has changed. Dieses Gebäude stand einst für den Ruhm der Klingonen. Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Ich bin nämlich gerade dabei, so nach und nach meinen Brückenoffizieren eine Story zu verpassen. Ich scroll's mal für euch runter, ich lese es nicht vor. Wen es interessiert, kann es mit der Pausentaste studieren. Auf Englisch und Deutsch habe ich das in der Regel gemacht. Das hier sind ihre wichtigsten Titel. Das habe ich auch mit vielen meiner Brückenoffizieren gemacht. Mit Liliana, glaube ich, habe ich das auch schon gemacht. Genau. Bei Interesse könnt ihr ihre Story in meiner Rollenspiel-Story, also in meinem, ja, Ding, ihr wisst, was ich meine, glaube ich, könnt ihr anschauen. Habe ich das bei Amakuni auch schon gemacht? Jawohl, genau. Genau, so ist es. Allerdings hier nur auf Englisch, da habe ich die deutsche Übersetzung vergessen. Bei Faranil habe ich das gemacht. Die haben also alle eine Biografie von mir bekommen und die es noch nicht haben, werden im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch eine bekommen. Und jeweils Englisch und Deutsch. Und bei Navar könnt ihr nochmal genauer sehen, was ich euch vorhin erklärt habe. Ja. Da ist die Geschichte. Originally the three Orion women should take over the Enterprise in 2154. Und so weiter. Also da bin ich drauf eingegangen, auf Navar. Und hier nochmal dasselbe auf Deutsch. Oh, da habe ich einen Ü vergessen. Das muss ich bei Gelegenheit mal ändern, aber muss nicht jetzt sein. Gut. Ja, wie gesagt, das habe ich vor, so nach und nach, zumindest mit den Brückenoffizieren zu machen, mit denen ich öfters unterwegs bin. Mit denen mache ich es zumindest zuerst, weil ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie ich meine Elachi-Offiziere in die Story einbinden soll. Habe ich noch keine Ahnung, wie ich das vernünftig tun soll. Mit dem, was soll ich jetzt? Ja, genau. Welcome to the diplomatic chambers. Several delegates are present to discuss the Mokai Rebellion in the Chamber of Alliance nearby. Willkommen in der diplomatischen Kammer. Es sind mehrere Delegierte anwesend, um in der Kammer der Allianz die Rebellion der Mokai zu besprechen. Was die Mokai angeht, es geht das Gerücht um, dass Ja'ula hier sein könnte. That is an interesting rumor, considering that several blood feuds have been declared against House Mokai. I would find that unlikely, not to mention messy. Versuch's mal ein bisschen besser ins Bild zu rücken, die zwei. Das ist ein interessantes Gerücht, der Haarmeister. Besonders wenn man bedenkt, dass es mehrere blutige Fäden gegen ihr Haus gibt. Ich denke, das wäre unwahrscheinlich und natürlich unschön. Ich verstehe. Wo finden wir die Delegierten? You will find the Klingon delegation in the central area of the Chamber of Alliance. It is flanked on the left and right by the Romulan and Federation delegations, respectively. The delegation from the Dominion can be found across from the Klingons until their formal section is completed. Ich weiß nicht, ob es bei der YouTube-Auflösung sehen konnte, aber sie hat tatsächlich eine Lippenanimation hier, eine Mundanimation. Das war, glaube ich, in früheren, also in den älteren Stories ist es, glaube ich, nicht der Fall. Das haben sie wohl später tatsächlich mal umgesetzt. Die klingonische Delegation finden Sie in der Mitte der Kammer der Allianz. Links und rechts davon finden Sie jeweils die Romulaner und die Föderation. Die Delegation des Dominions finden Sie gegenüber von den Klingonen, bis die formelle Sektion komplett ist. Danke. Let's see what the delegates know. The Chamber of Alliance is a couple of rooms ahead of us. Um.
Stimmt schon. Ich renne bewusst nicht. Ihr sollt ja schließlich ein bisschen was von der Umgebung haben. Galerie der Ehre heißt der Ort hier. Ich kann mich nicht erinnern, dass man hier regulär rein kann. Ich habe es aber auch noch nie versucht, auf Kitomer zu landen. Vielleicht sollte ich das mal offscreen machen und dann bei Zeiten berichten, ob es klappt oder nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Ich denke, den Ort haben sie für diese Quest erschaffen. Schade eigentlich, da könnte man was draus machen. Schließlich... So, this is the Chamber of Alliance. It wasn't long ago that it was called the Chamber of Conquest. I spent many a night in here, drinking blood wine and singing songs to honor the glorious dead, heroes all. Those days are gone. Conquest has given way to alliance, to diplomacy. So, das ist also die Kammer der Allianz. Es ist noch nicht lange her, da hieß sie noch Kammer der Eroberung. Ich habe hier viele Abende damit verbracht, Blutwein zu trinken und Lieder zu Ehren der glorreichen toten Helden zu singen. Die Tage sind wohl vorbei. Die Eroberung hat Platz geräumt für die Allianz, für die Diplomatie. Sehen Sie hier jemanden, den Sie kennen? Several. I know three of the four delegates here. Some more than others, but enough to get their ear and see what they know about Ja'ula's whereabouts. Ja, mehrere Personen. Ich kenne drei der vier Delegierten hier. Manche besser als andere, aber gut genug, um bei ihnen Gehör zu bekommen und zu erfahren, was sie über Julas Aufenthaltsort wissen. Welche von den vier kennen sie nicht? The one from the Dominion. They must have assigned a new Vorta. I don't recognize this one. You'd better do the talking. Vorta and I do not always get along. Den Delegierten des Dominions. Ja, das überrascht mich nicht, das habe ich jetzt erwartet. Sie haben anscheinend einen neuen Worter zugewiesen. Den hier kenne ich nicht. Hier übernehmen besser Sie das Reden. Worter und ich kommen nicht immer gut miteinander aus. Na, war, reißt sich zusammen. Du kannst doch hier nicht in der... Ja gut, hier geht's. Das ist eine Allianzhalle. Ich dachte, jetzt geht das Theater mit den Trippeln schon wieder los. Okay, ich muss Thema wechseln, sonst kriege ich wieder einen Lachkrampf. Is who Jampak chose to be our representative? Verstanden, sehen wir, ob jemand nützliche Informationen hat. Wer hat da gerade gesprochen? Da ist der Vertreter, den... Das ist der Vertreter, den Jampak gewählt hat. Die kann man... Achso, ich wurde wohl angekündigt. Gut... Lassen wir uns ein bisschen Zeit, die Räumlichkeiten zu genießen. Bevor wir hier überhaupt was machen. Uns einen Eindruck zu verschaffen. Wir sollten schließlich auch ein bisschen was von der Grafik hier haben, also vom Level-Design. Wer bist du, Repräsentant der Klingonen? Kavar! The famous hero! And the infamous General Martok! Tell me! What brings the likes of you to this glorified double hall? If I know Martok, and I do, it isn't to chew ligament and rattle on about the price of tuna berries. Quavan, der berühmte Held Serana und der berüchtigte General Martok. Sagen Sie, was bringt Leute wie Sie in diese überbewertete Dabo-Halle? Wenn ich Martok kenne, und das tue ich, ist er nicht hier, um auf Sehnen herumzukauen oder über den Preis von Tula-Bären zu schwadronieren. Haben Sie gehört, ob Ja'ula auf Kitomer gesehen wurde? Ja'ula? Pah! That craven witch doesn't have the spine to show her face. Even in a place like this. She's not even a true Mokai. She married into the house to get her pathetic father out of debt. The only member of that line worth anything was Takuvma. Glory to his name. Ja'ula, pah, diese alte Hexe hat nicht das Rückgrat, ihr Gesicht zu zeigen. Nicht einmal an einem Ort wie diesen. Sie ist nicht einmal eine echte Mokai. Sie hat sich in das Haus eingeheiratet, um die Schulden ihres lächerlichen Vaters zu tilgen. Der einzige aus dieser Linie, der etwas wert war, war Takuvma. Ruhm für seinen Namen. Okay, das ist eine interessante Hintergrundinformation. Vielleicht können wir das noch verwenden. Und doch gibt es Gerüchte, sie sei hier. Yes, well. You didn't hear this from me.
But there's a reason the Mokai harlot still draws breath, and it isn't her good looks. She has powerful friends. Some of them spend a lot of time on Kitomer, if you follow my meaning. So, mind your words around here. They can make their way to her ears. And we can't have that, can we? Nochmal so ein bisschen meine Brückenoffiziere mit ins Bild nehmen. Nun, also, das haben Sie nicht von mir gehört, aber es gibt einen guten Grund, warum diese Mokai-Hündin noch am Leben ist, und ihr gutes Aussehen ist nicht der Grund. Sie hat einflussreiche Freunde, manche von denen haben viel Zeit auf Kitomer verbracht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also passen Sie hier auf, was Sie sagen, es könnte den falschen Leuten zu Ohren kommen, und das wäre ungünstig, nicht wahr? Danke, Botschafter. Gut. The Romulan wing is up these steps. Ja, wir haben ja eine Romulanerin in der Gruppe. Eigentlich sollte ich jetzt Faranil dieses Gespräch überlassen. Übrigens habe ich da die körperlichen Daten von Faranil auf Calrissias Schiff übernommen. Also ihre vulkanische Halbschwester. Und ja, geringfügig geändert, damit sie auch wirklich wie Verwandte wirken. Also die Ähnlichkeit ist verblüffend, nur dass sie halt noch romulanische körperliche Attribute hat, die Faranil auf Calrissias Schiff nicht hat. Also bei Faranil, da überwiegt der vulkanische Teil der Gene, und bei Faranil sind die romulanischen Attribute ein bisschen stärker herausgebildet. Man sieht es zum Beispiel an der Stirn, und auch die Ohren sind ein bisschen weniger vulkanisch. Mit den Repräsentanten der Romulaner sprechen. Greetings. I take it from the scowl on General Martok's face that this is not a social call. What brings you here today? Ich grüße Sie, der Herr Meister. General Martoks Gesichtsausdruck kann ich entnehmen, dass Sie nicht zum Vergnügen hier sind. Was bringt Sie heute hierher? Wir sind auf der Suche nach Matriarchin Jula. Ah, yes. The name on so many lips these days. Fascinating woman. I suspect she'd make a good Romulan. After a visit to the tailor, of course. As for her whereabouts, I must disappoint you. I haven't the slightest idea where she is, and more's the pity. There's a considerable bounty on her head. Enough to buy a small moon, I'm told. Ach ja, dieser Name geht dieser Tage über viele Lippen. Eine faszinierende Frau. Sie würde eine gute Romulanerin abgeben. Entschuldigung. So, Pausetaste, hab mich erstmal gründlich ausräuspern müssen. Zuerst müsste sie natürlich zum ich lese es nochmal vor, das ist ja furchtbar. Ach ja, dieser Name geht dieser Tage über viele Lippen. Eine faszinierende Frau, sie würde eine gute Romulanerin abgeben. Zuerst müsste sie natürlich zum Schneider. Was ihren Aufenthaltsort angeht, muss ich sie leider enttäuschen. Ich habe nicht die geringste Idee, wo sie ist. Das ist wirklich bedauerlich. Auf sie wurde ein ordentliches Kopfgeld ausgesetzt. Genug, um einen kleinen Mond zu kaufen, habe ich gehört. Sind Sie sicher? Wir haben Grund anzunehmen, dass sie hier ist. As a child, I had good reason to think my grandfather was blown up by James Kirk in the neutral zone. Only later did I learn he died in an alley after an ill-advised life choice involving a senator's mistress. You can see why my parents chose to tell me he died a hero, hmm? Oh, sometimes we delude ourselves to avoid unpleasant truths. And such delusion can spread like wildfire in times of crisis. Als Kind hatte ich gute Gründe, um anzunehmen, dass mein Großvater von James Kirk in der neutralen Zone getötet wurde. Erst später fand ich heraus, dass er aufgrund einer schlechten Entscheidung bezüglich der Geliebten eines Senators in einer Gasse sein Leben ließ. Sie verstehen sicher, warum mir meine Eltern sagten, er sei als Held gestorben, nicht wahr? Manchmal machen wir uns selbst etwas vor, um die unangenehme Wahrheit zu vermeiden, und solche Einbildungen können sich in Krisenzeiten wie ein Lauffeuer verbreiten. Danke, Botschafter. Gut, wird Zeit für eine neue Folge. Es hat kurz gebimmelt, ich habe ihn aber abgewürgt, weil es doch ein bisschen aufdringlich ist. Dann mache ich hier mal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir setzen das gleich fort.